And so today I just want to speak to us on what I have termed the singularity of the gospel. Heute möchte ich zu uns sprechen über das Thema, nämlich die Einzelheit oder die einfällige Evangelium. The singularity of the gospel. Ja, die Einfältigkeit des Evangeliums. You see, there is one thing that we need to hear. Es gibt eins, was wir hören müssen. In the time in which we are today. Besonders zu dieser Zeit, in der wir uns befinden. And I want to submit that to us today. Und das möchte ich uns mitteilen. That the gospel is the only news we need to hear. Nämlich, das Evangelium ist die einzige Botschaft, die wir heute hören brauchen. You know, because from God's perspective, denn von Gottes Blickwinkel, it is the only news. Das ist die einzige Nachricht. Amen. Amen. Whatever news, you know, it has no relevance. Was auch immer sich Nachricht nennt, hat vor Gott keine Relevanz. And so it is very primordial for us to understand the gospel and to hear the gospel. Und deshalb ist es sehr vonnöten für uns, das Evangelium zu hören und das Evangelium zu verstehen. So I just want to present the gospel to us again today. Heute stelle ich uns noch einmal das Evangelium vor. In its simplicity. Und zwar in seiner Einfachheit. Now turn with me please to the book of Romans 1. Bitte schlag mal mit mir auf Römerbrief 1. Romans 1, the verse number 15. Wir lesen Römer 1, Vers 15. The Apostle Paul records to us these wonderful words. Apostel Paulus hat genau diese Worte für uns niedergeschrieben. He says, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Father. Hab Dank, Vater. Now here, let's look at what Paul is saying. Wir schauen uns ganz genau an, was Paulus meint. Because he's trying to report to us something that has happened. Hier berichtete uns etwas, was schon geschehen ist. This is what the gospel is. Aber genau das ist das Evangelium. Paul is saying that he's like an anchorman, a reporter, reporting that which has already happened. Also Paulus stellt sich wie ein Berichterstatter. Er berichtet das, was schon geschehen ist. But I want to bring our attention to what he says in his beginning, you know, statement in the verse 15. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit und zwar auf seine Anfangsaussage im Vers 15 lenken. Paul says, so as much as in me is. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist. Paul says, as much as in me is. So viel an mir ist. Now, Paul is trying to
unfold to us something so unique. Also Paulus versucht uns etwas Einzigartiges wirklich zu enthüllen. Now, according to me, Paul in this phrase he has explained the gospel. Also wenn es nach mir geht, in dieser Phrase hat Paulus schon das Evangelium erklärt. Please, I want you to look into your Bible with me. Ich möchte bitte, dass ihr mit mir in eurer Bibel schaut. Now, Paul says, as much as in me is. Nämlich, so viel an mir ist, sagt Paulus. When you use the word is, you are talking about singularity. Also wenn man halt den Begriff ist verwendet, man redet über die Einzelkeit. He's talking about the singleness. Man redet von den Einfältigkeit. Now, Paul is saying that in him is only one. Paulus sagt, in ihm gibt es nur eins. Now, this is not a human. Also das ist kein Mensch. This is not somebody who lives in the world that we know. Also das ist kein Mensch, der in der der gekannten Welt wohnt. Because Paul says that in him is. Denn hier heißt es, an mir ist. So he's actually informing us that there is only one thing that is working within him. Und dementsprechend informiert uns Paulus, es gibt nur eins, was sich in Paulus wirkt. So that which is in Paul, das, was in Paulus ist, is what Paul is ready to preach. Ist genau das, worauf Paulus bereit ist, zu predigen. Now, you know, Paul was talking to a very busy city. Es ist wichtig hier zu erkennen, Paulus war gerade dabei zu predigen in einer sehr beschäftigten Stadt. Now, we're talking about Rome. Wir sprechen hier von Rom. And so, you know, things haven't really changed as you think. Also Dinge haben sich noch nicht wirklich verändert, wie du denkst. We live in a world in which there are things happening. Wir wohnen in einer Welt, wo Dinge geschehen. We live in a world in which there are many things. In einer Welt wohnen wir, wo es viele Dinge gibt. We live in a world in which, you know, when you look at one thing, there is necessity of its opposite also. Wir wohnen in einer Welt, dass wenn du eine Sache anschaust, und zwar von der Notwendigkeit her, erkennst du das Gegenstück zu dieser Sache. But Paul is informing to us that there is only one thing that is in him. Und Paulus informiert uns, in ihm gibt es nur eins. Hallelujah. Amen. So, you know, Paul is trying to explain that there is a consciousness that is working within him that came from the gospel that makes him only to acknowledge one thing. Paulus erläutert uns, in ihm wirkt sich ein Bewusstsein aus dem Evangelium und dieses Bewusstsein sorgt dafür, dass in Paulus nur eins gibt. Amen. Amen. So, what is in Paul? Da stellt sich die Frage, was gibt es denn in Paulus? That Paul was ready to preach. Ja, also, worüber er bereit war zu predigen. What is in us today as Christians? Als Christen heute, was gibt es in uns? That we want the whole world to know. Also, worüber wir möchten, dass die ganze Welt erfährt. Amen. Amen. So, you know, the most important thing that we need to understand here is that Paul is saying that there is only one thing within us. Very important. Und die wichtigste Sache, die wir hier begreifen müssen, ist, dass Paulus gibt uns bekannt, in uns gibt es nur eins. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because the Bible says that in us Christ lives. Die Bibel berichtet uns, in uns wohnt Christus. Amen. Christ Amen. Is in you and me. Christus wohnt in dir und in mir. And this Christ is who we preach. Und genau dieser Christus predigen wir. And so this Christ is not, he's not many.
Also dieser Christus ist nicht in, ich sag mal so, ist nicht vielfältig in dem Sinne oder in vielen Formen. He's just one. Er ist nur eins. That manifests in different things. Und dieses und dieser eine zeigt sich auf verschiedenste Weisen. Now, turn with me to the book of 2 Corinthians before we come back to the book of Romans. Schlag mal mit mir bitte auf 2. Korinther Brief. 2 Corinthians 11, the verse number 3 specifically. 2. Korinther 11, wir lesen Vers 3. Paul says that, but I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, vielleicht euer Gesinnung, euer Denken von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Amen. Amen. You see, this was a concern of Paul to the church in Corinth. Und genau das war Paulus Sorge bezüglich der Gemeinde in Korinth. He says, I fear. Ich fürchte, sagte you know, Paulus. I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety. Ja, hier heißt es, ich fürchte, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte. So your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Vielleicht euer Sinn von der beziehungsweise euer Gesinnung von der Einfalt und der Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. So what mind do we have in Christ? Also welche Gesinnung tragen wir in Christus? Paul says that the mind in Christ is a simple one, is a single one, is a singularity. So he fears that by any means, just like the serpent tricked Eve to have a double mind, we also can be easily, our mind can be easily corrupted out of the oneness, the singularity, which is in Christ. Nämlich in Christus gibt es nur den Einfalt. In Christus gibt es auch nur die Lauterkeit. Und Paulus Sorge war, genauso wie Eva durch die List der Schlange verführt wurde, dass sie angefangen hat von der Einfalt Gottes, und zwar auf diese, ich sag mal so, Zweideutigkeit zu gucken. Genauso könnte unsere Gesinnung, und zwar verdorben und verführt sein. Amen. Amen. So Paul is trying to explain or trying to let us understand. Paulus gibt uns nun das Verständnis hierüber. That in me is life. Nämlich in mir gibt es nur Leben. In me is glory. In mir gibt es nur Herrlichkeit. Is in me is riches. In mir gibt es nur Reichtümer. Now, please listen very carefully. Bitte höre ganz genau hin. Paul is not trying to say that in me is life and death. Und Paulus sagt nicht, dass in mir gibt es Leben und Tod. In me is life. In mir gibt es Leben. In me is health. In mir gibt es nur Gesundheit. In me is abundance. In mir gibt es nur Überfluss. Now, this is the singularity with which the content of the gospel is. Und mit dieser Einfältigkeit zeigt uns auch den Inhalt des Evangeliums. Amen. Amen. You see, so the gospel only have one message. Das Evangelium hat nur eine Botschaft. The gospel is talking about one thing. Das Evangelium spricht über eins. It is not a double message. It's not a message that has it contrary. So what Paul is saying is that what I am ready to preach in Rome
Just like we are today in Berlin. What I am ready to preach in Berlin is that which is in me. What is in him that he wants to make the world to know? Because, look, very important. Because in the world, in Rome, there were many messages. In Rome, the news that was coming wasn't good. It wasn't edifying. It wasn't a message that exhorts. So Paul says, no, I'm not bringing it as a journalist to report to you what has done, what has happened that I have not participated in. Mm-hmm. He says, no, that which I'm bringing to you is that which is in me. Und hier ist es wichtig zu erkennen, dass das, was Paulus bereit war zu verkündigen, ist erstmal keine Sache der Zweideutigkeit. Es war eine Sache, die einfältig ist und ganz klar. Die zweite Sache hierüber ist, Paulus war nicht bereit, etwas zu bringen, wie ein Journalist oder ein Berichterstatter, der die Botschaft von irgendwo bekommt und alles, was er tut, ist das einfach zu übermitteln. Ja, man ist gar nicht daran beteiligt. Nein, Paulus möchte das übermitteln bzw. überreichen, woran er beteiligt ist. Man darf auch nicht vergessen, dass Rom eine Stadt ist mit vielen Botschaften, während das Evangelium nur eine Botschaft trägt. Man darf nicht vergessen, Rom war eine Stadt der Vielfältigkeit, so wie Berlin heute. Und da ist es wichtig zu erkennen, das, was Paulus wirklich überreichen möchte, überliefern möchte, ist eine Sache, die wirklich nur eins ist und aus ihm, sprich, er ist daran beteiligt. Er findet sein Ich da drin. This is actually where the problem, that we all have a problem with the gospel. Und genau hier haben die Menschen ein Problem mit dem Evangelium. Because the gospel is not of this world. Denn das Evangelium ist nicht von dieser Welt. And we in this world, und wir auf dieser Welt, we have a mindset, wir haben eine bestimmte Denkweise, eine Einstellung, which is established, und diese Einstellung ist fundiert on two opposite forces, nämlich auf zwei gegenseitigen oder gegensätzigen Kräften. If there is something good, wenn es etwas Gutes gibt, there is probably its opposite, dann gibt es mit aller Wahrscheinlichkeit den Gegensatz zu gut. But the gospel, doch das Evangelium, is the good news, ist die gute Nachricht, in which God is speaking to us, und in dieser Nachricht spricht Gott zu uns, of what has already happened, und zwar über etwas, was schon geschehen ist, that has given us a position before God. Und dies hat uns eine Stellung vor Gott beschert. The way God sees you, die Art und Weise, wie Gott dich sieht, because God sees from the inside, he sees in the inside, denn Gott schaut, und zwar aus dem Innern, er schaut nach dem Innern, and the way he sees you, und seine Sichtweise, wie er dich sieht, he sees you from the perspective of that which is already happened, und er betrachtet dich aus dem Blickwinkel dessen, was schon geschehen ist. And so when Paul says he comes to Rome, und wenn Paulus nun erzählt, dass er nach Rom kam, with a message, mit einer Botschaft, what is he to say to the people? Und was möchte er den Menschen erzählen? What is the gospel to the people in the world? Was ist nun die gute Nachricht den Menschen auf der Welt? It's a very simple message. Das ist wirklich eine einfache Botschaft. You are blessed. Du bist gesegnet. This is what God is saying. Und das ist das, was Gott erzählt. You are forgiven. Also, dir ist vergeben. You are reconciled. Du bist versöhnt. You are justified. Du bist gerechtfertigt. Now, the problem with this is that, das Problem hiermit ist folgendes. When it falls into our carnal mind, wenn das in unsere fleischliche Gesinnung eintrifft, we automatically add to it the opposite. Automatisch rechnen wir den Gegenstück dazu. Then we don't see.
the result of what God is saying. Und dann erleben wir nicht das Resultat dessen, wovon Gott spricht. So that is why the gospel is only believed in the heart. Und das ist der Grund, warum das Evangelium nur im Herzen angenommen werden kann. Not with your mind. Und nicht mit deinem Verstand. Paul says that with the heart we believe unto righteousness. Paulus berichtet uns in Römer 10, nämlich mit dem Herzen glauben wir zur Gerechtigkeit. Because the gospel is telling you and I who we are. Denn das Evangelium berichtet dir und mir, wer wir sind. Amen. Amen. So, when the gospel comes to us, und wenn das Evangelium zu uns kommt, God is giving us a mindset. Gott schenkt uns eine Einstellung. Which mindset is God giving? Wessen Einstellung schenkt uns Gott denn? The very mind of Christ. Und zwar die Gesinnung Christi schenkt the uns Gott. The mind God. Of singularity. Die Gesinnung der Einfältigkeit. So that's why Paul says, let this mind be in you. Und deshalb hat Paulus gesagt, diese Gesinnung soll in dir sein. Which was also in Christ Jesus. Die auch in Christus Jesus war. Jesus walks on this, the face of this earth. Jesus Christus wanderte auf Erden. But his mind was singular. Doch seine Gesinnung war einfältig. It's all about one thing. Es ging nur um eine Sache. So when you hear the gospel, wenn du das Evangelium hörst, you keep on hearing the gospel, und du hörst es weiterhin, your mind becomes established on the thing that God has settled concerning you. Deine Gesinnung fundiert sich, schlägt Wurzel, und zwar auf genau die Sache, die Gott dir übermittelt hat durch das Evangelium. Amen. Amen. Is it not glorious that every day God is speaking to you, he's just saying the same thing? Ist es nicht herrlich, dass wenn Gott jeden Tag zu dir spricht, er sagt immer dasselbe? Every day. Jeden Tag. He's saying that you're blessed. Jeden Tag bestätigt Gott, dass du gesegnet bist. He's saying that you are healed. Jeden Tag bestätigt Gott, dass du geheilt bist. He's not trying to say that you are healed and you are sick. Gott versucht nicht zu sagen, du bist geheilt, aber das sagt er nicht. You are healed. Du bist geheilt. This is who you are. Genau der bist du. So what I am seeking, und dementsprechend das, wonach ich suche, is what I am. Ist genau das, was ich schon bin. No, is you see, it's a matter of consciousness. Es ist eine Frage des Bewusstseins. See, the gospel is difficult to get in because it has to do with your mind. Das Evangelium ist schwierig zu kapieren. Warum? Weil es mit deiner Gesinnung zu tun hat. You must change the way you think. Du musst deine Denkweise ändern. The gospel is presented to us. Das Evangelium wird uns allen vorgestellt. So that we change our thinking. Damit wir unsere Denkweise ändern. But the devil, the serpent, which works in the systems of the world, which is behind the message that comes externally from us, is to bring us out of the simplicity which is in Christ. It's not primarily to tell you that you are bad. No. He comes with tricks. He may not tell you that you are bad. He may not tell you that you are condemned. He will just trick you to come out of the singularity, of the simplicity, which is in Christ. The one message. Und dementsprechend die Schlange, der Teufel in den Botschaften, und zwar der Welt, ist dafür da, damit du aus der Einfalt, aus der Lauterkeit, aus der Einfältigkeit des Evangeliums rauskommt. Der ist nicht unbedingt dafür da, um dir zu zeigen, wie schlecht du bist oder wie, sag mal so, wie schrecklich du lebst oder sonst was. Nein, seine Art und Weise ist die List, dir zu zeigen, was es nicht gibt, damit du von der Einfalt, von der Einfältigkeit des Evangeliums rauskommst. So when we meet people, und deshalb, wenn wir Menschen treffen,
When we meet our loved ones, wenn wir geliebten Menschen treffen, what do we tell them? Was sagen wir ihnen? Now, if we have the gospel, wenn wir tatsächlich das Evangelium innehaben, what are we to report to them? Was sollen wir ihnen berichten? It's just simple. Und das ist sehr einfach. You are reconciled. Du bist versöhnt. It's a little bit hard because we see what they are doing, which does not reflect, you know, what we understand by being righteous. So it is hard for you to look at someone and tell the person that he is justified by God, that he is reconciled by God, that he is forgiven by God. But the point is simple. The gospel comes to us so that the mind that we previously have will have to shift from the consciousness of being something that we are not to becoming that which the gospel reveals. Die Schwierigkeit liegt darin, nämlich wenn wir Menschen mit bloßen Augen schauen. Wir schauen die Menschen an, wie sie ausschauen, was sie tun, ihre Entscheidungen. Da fängt es an, bei uns zu rattern. Na, dem soll ich sagen, dass er gerecht ist? Auf keinen Fall. Ja? Dem soll ich sagen, dass er vergeben ist, um Gottes Willen. Warum soll ich das tun? Ja? Ich soll demjenigen sagen, der ich sehe die Entscheidung, das fährt gegen die Mauer. Den soll ich sagen, dass er geliebt wird, oh nein, 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 das mache ich nicht. Und genau daran liegt unser Problem. Denn warum? Das Evangelium ist dafür da, damit, wenn man dem Menschen sagt, guck dir mal an, was Gott an deiner Stelle getan hat. Er hat an deiner Stelle die Gerechtigkeit gewonnen. Du bist gerecht. Das Evangelium soll die Gesinnung dieser Person von dem, was die Person bis jetzt geglaubt hat, von dem, was die Person bis jetzt angenommen hat, und zwar zu der Gesinnung Christi umwandeln. Doch wenn der Christ nicht mutig genug ist, wenn der Christ nur noch nach dem Körper, sprich nach der Handlung des Menschen schaut, woher soll der Mensch wissen, was Gott schon getan hat? The gospel is not the news of this world. Das Evangelium ist keine Nachricht aus dieser Welt. Amen. Amen. It's not from this world. Es ist nicht aus dieser Welt. Jesus said, my kingdom is not of this world. Da sprach Jesus und meint, mein Reich ist nicht aus dieser Welt. And so the news that is coming from his kingdom cannot be in accordance to this world. Deshalb die Nachricht aus seinem Reich kann der Nachricht dieser Welt niemals entsprechen. Amen. Amen. The gospel is a good news. Das Evangelium ist die gute Nachricht. It's the news that is only good. Es ist die Nachricht, die nur Gutes trägt. There were some people who came to Jesus one time. Eins kamen ein paar Menschen zu Jesus. And they said to Jesus, "Good master." Und sie sagten zu ihm, guter Meister. What good things can we do? Welche gute Sachen können wir tun? That we may have eternal life. Damit wir ewiges Leben besitzen. You see how they confronted Christ? Also, hört ihr mal die Frage, wie sie das geformuliert haben? They say, what good thing can we do? Welche gute Dinge können wir tun? That we may inherit, that we may have eternal life. Damit wir ewiges Leben bekommen. Now, eternal life is what is. Ewiges Leben ist genau das, was ist. When you have something which is, which is singular, it doesn't have its opposite. Wenn du etwas Gegenwärtiges hast, die aber auch einzigartig ist, diese Sache hat keinen Gegenstück. Amen. Amen. Now listen to me very carefully. Bitte hört mir ganz genau hin. Eternal life, ewiges Leben, is what is. Ist genau das, was gegenwärtig ist. It doesn't have an opposite. Ewiges Leben hat keinen Gegensatz. And so you cannot have that which is only one. Und dementsprechend kannst du nicht in Besitz nehmen, das was nur eins gibt. That which is singular. Das was nur einfältig you ist. And I, du und ich. We cannot have it. Können wir nicht in Besitz nehmen. We can only be it. Wir können nur genau diese Sache sein.
That which is singular, also das, was einfältig ist, you cannot have. Das kannst du nicht in Besitz nehmen. That's why you can't have God. Das ist der Grund, warum du Gott nicht für dich in Besitz nehmen. That is why God cannot give you anything. Und das ist auch der Grund, warum Gott von sich aus dir nichts schenkt. You can be it. Du kannst sein. That's why Paul says, in me is life. Und deshalb sprach Paulus, in mir gibt es Leben. Amen. Amen. In me is riches. In mir gibt es Reichtümer. In me. In mir. Is goodness. Gibt es Güte. In me. In mir. Is health. Gibt es Gesundheit. He is that which we may want to have. Er ist das, was wir haben möchten. What we have, we want to have today. Denn was wir haben, möchten wir heute haben. What we want to have today, also was wir heute haben möchten, God has made us. Gott hat uns dazu gemacht. That which we want to have. Ja, das, was wir in Besitz nehmen wollen, das sind wir schon durch Gottes Tun. What we want to possess, das, was wir in Besitz nehmen wollen, God has made us. Er hat uns zu dieser Sache gemacht. Now, if you understand this statement, wenn du diese Aussage begreifst, you're out of religion. Dann bist du raus aus der Religion. Because what you are trying to have, you are. So the more you walk to want to, the more you perform to want to have life, to want to have healing, to, for you to want to have riches, the more you perform, the more you are away from the truth. You Amen. Are away from the reality. Amen. Because you are what you are pursuing. Amen. Amen. You want blessing? God has made you what you want. Amen. So you only need to acknowledge. You only need to be conscious that that which I will ever need is who I am. Amen. Nämlich Gott hat uns nämlich zu dem gemacht, was wir so gerne hätten. Und dementsprechend ist es wichtig für uns zu erkennen, dass wenn wir etwas haben wollen, es geht nur über unser Bewusstsein. Warum? Weil wir das schon sind. Ja, man muss sich mal einen Mensch vorstellen, der irgendetwas wie zum Beispiel Segen haben möchte. Der Mensch möchte Segen haben. Und was tut dieser Mensch? Der Mensch stellt sich in die Mühle der Mühe und fängt an, sich zu mühen, zu ackern und zu rattern, damit er gesegnet wird. Bloß das Problem ist, umso mehr man ackert, umso mehr man sich müht, desto mehr bewegt man sich raus aus dem Segen. Denn warum? Das, wozu man sich müht, das ist man schon. Gott hat dich schon zum Segen gemacht. Alles, was du brauchst, ist, dass du dich bewusst machst. Mach es dir bewusst. Ich bin, was ich suche. You see, there's a man of God who used the analogy of a dog. Es gibt einen Mann Gottes, der die Darstellung eines Hundes verwendet hat. The dog that is pursuing his tail. Man muss sich mal vorstellen, dieser Hund jagt seinem Schwanz. And he's just turning in circle. Und der Hund spielt im Kreis drehen. His tail is part of him. Denn warum? Ja, sein Schwanz ist ein Teil von dem Hund. Amen. Aha. Paul says that I fear that you can be easily, your mind can be easily disrupted or corrupted from the simplicity which is in Christ. Why is Paul afraid? Because Paul knows that the report that he got from heaven is that which he stands on. That God has already given to us everything that we will ever need. So his mind now has been shifted from being human, from looking from, look,
the perspective of a human. It doesn't mean that you don't have flesh and blood again. We have to understand the gospel. It simply means that the way you think, you don't think like the men or other men think. Your thinking has shifted. So you are in the consciousness of blessing. You are in the consciousness of reconciliation. You are in the consciousness of life. You are in the consciousness of blessing. And when you walk in that consciousness, those things, they are attracted to you. Those things, they become that which follows you. Und dementsprechend ist es wichtig, durch Paulus' Aussage in 2. Korinther 11, 3, nämlich, dass er fürchte, dass wir von der Einfalt, von der Lauterkeit verführt werden, sprich rausgebracht werden, nämlich aus der Einfachheit und aus der Lauterkeit des Evangeliums. Es ist wichtig hier zu begreifen, es geht um unser Bewusstsein, was wir denken und was wir fühlen. Es ist wichtig zu begreifen, dass wenn wir uns auf Christus einstellen, was geschieht denn mit uns? Wir bleiben in die Einfältigkeit, wir bleiben in die Lauterkeit und die Dinge, wonach andere jagen, denn das muss man auch mal sagen. Die Botschaft des Evangeliums sorgt dafür, dass Dinge dir nachjagen und nicht umgekehrt. Doch wenn man sich von dieser Einfachheit rausbewegen, dann fängt man an, nach den Dingen zu mühen. Doch wenn man in dieser Einfachheit und dieser Lauterkeit bleibt, was geschieht? All das, wonach der normale Mensch sucht, all das, wonach der normale Mensch sich müht, das alles kommt dir hinterher. Und zwar, nenn es, was du willst. Jesus says, it is only God that is good. Jesus spricht aus und sagt, es ist nur Gott, der gut ist. And now, if the gospel is a good news, und wenn das Evangelium gute Nachricht ist, then is a news from God. Dann heißt es, dass das Evangelium Gottes Nachricht ist. Is a news from good. Es ist der Nachricht von dem Guten, der auch Gott ist. Amen. Amen. And so, what should the good news have upon us? Welche Auswirkung soll die gute Nachricht von Gott auf uns haben? What should be the effect of the good news? Welcher Einfluss soll die gute Nachricht auf uns haben? Romans 2, the verse 4. Das finden wir in Römerbrief 2, Vers 4. Just the last part. I want to read the last part. Ich möchte den letzten Teil lesen. Paul says, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Und Paulus sagt hier, und weiß nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr führt. Amen. Amen. So the good news, also die gute Nachricht, will lead us to a change of mind. Führt uns zu einer Umwandlung unserer Gesinnung. So when the good news is preached, wenn die gute Nachricht gepredigt wird, God is not giving you something. Also Gott schenkt dir nichts. Amen. Amen. It's not a reporting that God is giving you something. Es ist kein Bericht, dass Gott dir etwas gibt. It's a reporting that God has already given you. Es ist ein Bericht darüber, dass Gott dir schon geschenkt hat. Amen. Amen. This is what the gospel is. Aber genau das ist das Evangelium. This is the good news. Genau das ist die gute Nachricht. There is something about you and I. Es gibt etwas über dich und mich. There is something God has accomplished concerning us. Es gibt etwas, was Gott dich, also über uns, erreicht hat. So when the gospel is preached, wenn das Evangelium gepredigt God wird, is not reporting that I know your situation, I know what you're going through, and I am here to bring you out of your situation. No, no, no. That is not the reporting. Im Bericht geht's nicht darum, dass Gott deine Lage kennt, er kennt, wo es dir weh tut, wo der Schuh drückt, ja, dass er wird dich irgendwann daraus holen. Nein, darum geht's in diesem Bericht gar nicht.
What God is saying, doch Gottes Aussage, there is something I have done concerning your situation. Es gibt etwas, was ich schon getan habe bezüglich deiner Lage. There is something I have given to you. Es gibt etwas, was ich dir schon geschenkt this habe. This is who you are. Aber genau der bist du. And so what should you do? Und das, wie, was sollst du nun tun? Paul explained to us. Paulus erläutert uns. Repentance. Nämlich Umkehr. Change your mind. Ändere deine Gesinnung. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So you see, God is not giving you any material thing. He has already given to you in the good news by making you what you desire to have. So he's informing that to you. And the place of receptacle, the place of reception in man is his mind. So the mind has to be shifted from seeing himself lacking the things that he think he need by coming into the place and realizing, oh, the whole life I'm turning in circle, I'm pursuing something which I have already. Then he settles down in his mind and he begins to confront life from another sphere because he's now operating from a higher news. Amen. 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 Und dementsprechend ist es wichtig, hierbei zu erkennen, dass Gott hat dem Menschen nichts Materielles zugeteilt. Im Gegenteil, Gott hat dem Menschen das Evangelium gegeben, damit der Mensch erkennt, dass im Evangelium, da ist alles enthalten. Alles, was der Mensch braucht, ist nämlich seine Gesinnung umzuwandeln, damit er auf Gottes Frequenz nun empfängt. Ihr dürft aber auch verstehen, da wo der Mensch etwas empfängt, geschieht in seiner Gesinnung. Das heißt, wenn er seine Gesinnung ändert und er bleibt auf der Frequenz des Evangeliums, was geschieht denn? Dann wird ihm klar, dass, Moment mal, diesen Kreis, den ich immer gedreht habe, ist vor alles für nichts. Jetzt ist es Zeit, mal zu schauen, wer bin ich und was ist mir zuteil? Und dann entdeckt der Mensch, wer er ist und was alles in diesem Menschen schon steckt. Alles, womit Gott diesen Menschen ausgestattet hat. Und deshalb ist es wichtig, wenn der Mensch sich mit dem Evangelium beschäftigt, was passiert denn mit dem Menschen? Erstmal die Sinnesumwandlung und dann die Entdeckung von dem Erbteil, die Entdeckung von dem Vermögen, was der Herr durch das Evangelium der Menschheit zugeteilt hat. Pastor George, so. Can we do some reporting? Let's do it so. Okay. Let's do it. Can we do some reporting today? Also, wir wollen ein bisschen Bericht erstatten heute. What God has already done. Und zwar, was Gott schon getan hat. He has forgiven you. Er hat dir vergeben. Ephesians 1, verse number 9. I'm reporting it to you. Epheser 1, 9. Also, das berichte ich euch. Er hat euch vergeben. Ephesians 1, verse number 6. Epheser 1, Vers 6. He has accepted you. Er hat dich begnadigt. Du bist angenommen. It's a report. Please look at your report card. Also bitte, es ist ein Bericht. Schaut euch euer Bericht an. Colossians 1, the verse 12 and 13. Also Kolosser 1, 12 und 13. He has qualified you. Er hat dich tauglich gemacht. And he has delivered you. Und er hat dich befreit. I'm reporting. Also ich berichte. 1 Corinthians 1, the verse 30. He has sanctified thee. Also 1. Korinther 1, Vers 30. Er hat dich geheiligt. Er hat dich heilig gemacht. Amen. Amen. Colossians 1, the verse 10. Hammer. Kolosser 1, Vers 10. Also jetzt kommt der Hammer. In him you are complete. Nämlich in ihm bist du vollständig. Nothing lacking, nothing needed. Also, da fehlt nichts und da mangelt nichts. No, it's not for your flesh. Also, das ist nicht für dein Fleisch. Also it says, für deine. The word that I say unto you. Und da hat er gesagt, die Worte, die ich euch sage, they are spirit. Sind Geist. They are life. Und sind Leben. The flesh profited nothing. Warum? Das Fleisch nutzt gar nichts. It's not for your flesh. Es ist nicht für dein Fleisch. It's for your mind to es be ist changed. Für deine Gesinnung, damit die Gesinnung sich umwandelt. It's for you to repent. Es ist, damit du umkehrst. Repent. Kehre um. That is what the gospel is asking. Und danach fragt das Evangelium.
Because God has already done it. Denn Gott hat es schon getan. Amen. Amen. Where you are running to, wo du hinrennst. You want to get somewhere. Du möchtest irgendwo ankommen. God is announcing to you that where you are going, you are there already. Und Gott kündigt es dir an, da wo du hinrennen möchtest, da bist du schon angekommen. I'm still here trying to find somebody who is born in Germany. Also ich bin hier und suche jemanden, der, ich sag mal, in Deutschland geboren ist. And is still seeking for a visa to live in Germany. Und die Person sucht und zwar die Möglichkeit, ein Visum zu bekommen, damit er sich in Deutschland aufhält. Amen. Amen. He doesn't need a visa. Also, das ist, sage ich mal, wirklich nicht durchgedacht. He's born there. Die Person braucht kein Visum. Warum? Die Person ist hier geboren. You're trying to go to heaven. Du versuchst, in den Himmel zu kommen. You were born there. Aber du bist in den Himmel geboren. You are a citizen of heaven. Du bist ein Bürger oder Bürgerin des Himmels. You must walk with that consciousness. Repent. This is what I'm saying to you. Repent. You think you are here in Berlin. You think you are here in this world. God is saying to you, repent. Amen. You are in heaven. Amen. Until you shift your consciousness. Amen. I'm telling you, that which is now frightening the whole world and making all of us agitated. You will also fall under the guise of it. Amen. But what God is saying is that I have a news for you. Yes, sir. You are not of this world. Aber you Vater. Are not according to the systems Aber of this Vater. World. There is a reporting God is making. Mm. And Paul says, what I'm reporting to you is that which is in you. Me. Amen. 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 Und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen, so wie Paulus sagt, das, was ich euch berichte, ist das, was in mir ist. Du versuchst, in den Himmel zu kommen, kehre um. Denn warum? Du bist aus dem Himmel geboren. Ja? Du versuchst, irgendwas zu erreichen, kehre um. In Christus bist du die Sache, die du erreichen möchtest. Und deshalb ist es wichtig für uns zu sehen, Gott kündigt uns an, all unsere Mühe, ihm nahe zu kommen, bei ihm zu sein, das ist für die Katz. Denn warum? In Christus sind wir angenommen worden. In Christus sind wir eins mit ihm. Also kehre um, ändere deine Denkweise. Die Botschaft aus dem Himmel ist nur eins. Kehre um und nehme an, was Christus für die ganze Menschheit schon getan hat. Number one, repentance. Also als erstes Umkehr. When we hear the gospel, we change our mind. Wenn wir das Evangelium hören, was tun wir? Wir ändern unsere Gesinnung. Metanoia. Metanoia. You change the way you think. Du änderst deine Denkweise. Number two. Als zweites. Is what Paul says to Philemon. Ist das, was Paulo zu Philemon gesagt hat. Now let's look at Philemon 1, verse 6. Wir schauen uns Philemon 1, Vers 6. It says that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing. Come on, Paul, what are you saying? It says every good thing which is in you in Christ Jesus. Und hier heißt es, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis von allem Guten, das in uns in Christus ist. Amen. Amen. You see, Paul is saying that you are in Christ. Paulus berichtet uns, wir sind in Christus. And what is in you? Und das, was in dir ist, is what is in Christ. Ist genau das, was in Christus ist. Amen. Amen. Now, you and I, du und ich, we are in Christ. Wir sind in Christus. What is in us, was in uns gibt, is what is in Christ. Ist genau das, was in Christus so gibt. What is in Christ? Und was gibt es in Christus? All the good things. Es gibt nur Gutes. Alles Gute gibt es in Amen. Christus. Amen. What is in Christ? Und was gibt es in Christus? They are the things of God. Das sind die Dinge Gottes. And God is good. Und Gott ist gut. And so if we have the privilege to see into God, und wenn wir nun das Privileg hätten, in Gott hineinzuschauen, we see the good things. Wir sehen nur Gutes. And then we bring the good news. Und dann bringen wir die gute Nachricht. Amen. Amen. And so we are called, deshalb sind wir berufen, to acknowledge, wirklich
anzuerkennen. Amen. Amen. Acknowledge. Zu erkennen. That you are life. Dass du Leben bist. Acknowledge. Erkenne an. That you are powerful. Dass du kraftvoll bist. Acknowledge. Erkenne an. That you are beautiful. Dass du wunderschön bist. Acknowledge. Erkenne an. That you are glorious. Dass du herrlich bist. Acknowledge. Erkenne an. That you are a victor. Dass du siegreich Acknowledge. Bist. Erkenne an. That you are satisfied. Dass du gesättigt bist. That you are fulfilled. Dass du erfüllt bist. Amen. Amen. Because when you repent, wenn du Buße tust, you've shifted your mind. Dann kehrst du deine Gesinnung um. From looking at life from the worldly perspective, nämlich das Leben aus dem weltlichen Blickwinkel anzuschauen. And now you see only from good. Und dann schaust du nur vom Guten. The next thing, die nächste Sache, is acknowledgement. Ist die Anerkennung. So we don't repent. Also wir kehren nicht um. So that we are forgiven. Damit uns vergeben wird. So that we are blessed. Damit wir gesegnet sind. No. Nein. You repent. Man kehrt um. Because you have been forgiven. Weil dir schon vergeben ist. Uh-huh. Aha. You repent. Man kehrt um. Because you have been blessed. Weil du schon gesegnet bist. It is not your repenting. Es ist nicht dein Umkehr. That makes God to forgive you. Ich sag's mal anders. Es ist nicht dein Betteln, der dafür sorgt, dass Gott dir vergibt. Jesus has accomplished that. Das hat Jesus schon erreicht. Jesus has already fulfilled das everything. Das hat Jesus erzielt für die Menschheit. So what we need, also was wir brauchen, is to change our mind. Ist unsere Gesinnung zu ändern. Because that is so. Denn warum? Weil es so ist. Amen. Amen. Nothing can change truth. Also Wahrheit kann nichts ändern. Huh? Amen. Your belief. Ja, deine Annahme or your unbelief oder deine Nicht-Annahme cannot change truth. Kann die Wahrheit nicht ankratzen. Huh? Aha. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, truth is unchanging. Ja, die Wahrheit ist unveränderlich. Whether you believe or you don't believe, ob du die Wahrheit annimmst it remains oder true. Doch, dann bleibt die Wahrheit die Wahrheit. And so for truth to have its effect on you, doch damit die Wahrheit ihre Wirkung auf dich hat, you must repent. Musst du umkehren. According to truth. Gemäß der Wahrheit umkehren. And as you repent, und so wie du umkehrst, you acknowledge, dann erkennst du an, that which you are already. Das, was du schon bist. And as you acknowledge that, und wenn du das anerkennst, it becomes effectual. Dann greift das auf dich zu. It becomes an effect. Dann hat das eine Auswirkung auf dich. A manifestation. Dann wird das nun deine Manifestation sein. Glory be to God.